Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von den Tomberries und Foes. Foes in? Championship Pony Po Friends and... My Little Champion Pony. And Tina. Bibi und Tina. Bibi und Tina auf dem Championship Hof von Sabrina. Richtig. Und Luise. Das ist unser Champion Pony, was gegen ich Cornelia. In der Zwischenzeit absolut übermächtig trainiert habe. Wow, Level 5. Level 5. Es hat mich nur Stunden gekostet. Guck mal, ich kann leider von hier aus meine Karte nicht einsehen. Das ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Eigentlich. Naja, gut. Gleich voll rein in die Action. Ja, direkt voll da, rein. Da, direkt den Hasen umnieten. Direkt hier drüber springen. Und da die und Kuh. Und die Kühe umreiten. Provozieren. Hallo? Ist mir egal. Zu stark lenke, wenn man fährt nicht, was ich will. Ich finde, wir sollten mal in die Stadt reiten. Genau, das machen wir jetzt auch, würde ich sagen. Da ist die Turnierhalle. Mhm. Und wo ist die Stadt? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir auf dem Weg in die Stadt auch eine coole Sidequest. Vielleicht müssen wir... Kühe umreiten oder... Oder ein paar Öko-Aktivisten niederknüppeln. Niederreiten. Oder schneller reiten, als ein Rabe fliegt. Mhm. Oh. Oder Ursula aus den Fängen des Krawatten-Kevin befreien. Mhm. Möglich. Oder die 7 Schreine der Azura entdecken. So, da hinten, das sieht mir doch aus wie ein Dörfchen. Oder das goldene Chocobo kaufen. Züchten, stimmt. Kann man da auch züchten in dem Spiel? Ich denke mal nicht. Ist ja nicht mein Gestüt. Das wäre ja unsere zweite Wahl gewesen. Stimmt, das kommt vielleicht auch mal noch. Das mein kommt Gestüt. Vielleicht auch noch. Wir machen ein Best-of der besten Reiterspiele. Ist auch noch nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich Tomberries and Foes heißt oder dann doch lieber bunter Ponyhof-Spaß. Ja, die tollsten Pferdesimulationsspiele. Oh. Wo gibt's? Hier. Ein Rudel Pferde. Kann man die jetzt klauen? Offensichtlich nicht. Welches davon wollen wir denn haben? Guck mal, das, wo das Genick hinten rausguckt. Guck mal hier, da guckt der Schulter. Da ist schon wieder eine goldene Statue. Raus. Wo? Da vorne bei dem Häuschen. Oh, ja. Oh, jetzt wird's aber detailliert. Auch diese Häuser, diese Häuser sind absolut einzigartig. Ich habe schon wieder eine neue goldene Statue entdeckt. Ich werde jetzt mein Pferd mal hier abstellen. Guck mal, da hinten ist nochmal eine Statue. Oh ja. In diesem tollen nachladenden Haus. Ist das eine Statue? Lädt es nach? Ja. Du kannst sogar reingehen. Bisschen das Poster ist geil, was da hängt. Ist ein Friseurladen. Oh. Oho. Ach man. Paul Mitchell. Kann ich mal dieses blöde Martin-Gedöns da unten weggehen? Das nervt mich. Reite zu Martin. Ich möchte jetzt nicht zu Martin. Du darfst reiten. Machen, was du willst, aber reite zu Martin. Reite zu Martin. Es geht nicht weg. Ich möchte mich hier in Ruhe umschauen. In dieser schönen Backsteinsiedlung. Hier ist nichts los. Keine Menschen. Ist gruselig. Es ist wahrscheinlich irgendwo in Niedersachsen. Wahrscheinlich. Oder Brandenburg. Oder so ein komisches Campingareal außerhalb der Saison. Irgendwo im Nirgendwo, wo du so komische Backstein-Bungalows mieten kannst. Also das Thema hier ist auf jeden Fall Pferd. Ja, und Pferd? Ja. Die Ente, die im Stand fliegt und wenn man die Kamera richtig hält. Das ist eher so ein Spatz, würde ich sagen. Das ist ein Kolibri. Nur Kolibris können an der Stelle fliegen. Es muss ein Kolibri sein. Da ist er. Süß. Ein mitteldeutscher Kolibri. Mhm. Und da hinten sind wir architektonisch irgendwo in der Lombardei. Ja. Das ist toll, der Stilmix. Hier haben wir ein norwegisches Halbholzhaus, ganz klar. Hier den... Der süddeutsche Kleingärtner mit Garage. Der klassische Klotzbau. In Böblinge. Da in steht Böblinge. Der Mercedes in der Garage. Der Daimler. Einmal im Leben Mercedes-Sitze. Also Benz hätte ich schon mal gern. Da hast du ein Rechtsauto. Das heißt Benz. Bei uns heißt es Benz. So, jetzt next. Mensch, next Figierle da. Vor allem, was hier auch los ist, was hier Leute leben. Echt? Aber hier stirbt auch keiner. Ah doch, da sind Gräber. Der Pferdefriedhof.
Es gibt nur Tote offensichtlich in dieser Stadt. Ich habe noch keinen gesehen, außer Martin und Frank. Vielleicht ist das eine Kausalkette. Vielleicht leben die alle nicht mehr wegen Franck und Martin. Ja, oder sie sind im Keller von Franck alle. Im Keller von Franck und Martin. Ja. Das ist ein Vater-Sohn-Menschenhändler-Business. Ja. Er verkauft Pferde und Frauen. Das wird sein. Und die Männer begräbt er hier. Kann man da auch mal reingehen zum Pastor? Die erschreckende Wahrheit von Martin. Hallo, Herr Pastor. Ich habe gedacht, ich würde mal Hochzeit machen. Da haben sie noch eine Braut mitgebracht. Ja, ich habe mein Pferd. Und einen goldenen Huf. Da hinten haben wir eine schöne Tränke. Wunderschön. Und hier der. Also, hier hat sich wirklich jemand verausgabt beim Game Design. Weißt du noch, wo dein Onkel geparkt ist? Ja, ja, den finde ich schon wieder. Diese Häuser, der neosächsische Blockhaus-Stil. Ja. Grimmer West. Grimmer West. Guck mal, da steht tatsächlich ein Stuhl. Wow. Der steht nur für dich da. Er raucht halt. Wow. Aber auch nur dieser Stuhl. Mit das einzige Stil. Aber jetzt mal wirklich, das ist der klassische Raucherstuhl. Ja. Ist es. Und ich meine jetzt den Stuhl, wo man drauf sitzen kann. Nicht, wenn du aufhörst zu rauchen, dann der Raucherstuhl kommt. Diese Kette, absolut einzigartige Assets, die sich langsam ändern, wenn und man näher kommt. Oh. Diese tollen Nachladeanimationen. Toll. Wie ein Flattern im Wind. Wie ein Flattern im Wind. So, was hat es mit diesen Pferden auf sich und wo kann ich bei Martin was kaufen? Beziehungsweise bei Franck. Was ist mit den Fenstern eigentlich? Sind die alle? Komm, die Mülltonne, da gibt es eine Mülltonne. Aber es gibt keine Menschen, es gibt nur Pferde, Franck und Martin. Also ich bin mir sicher, dass hier wahrscheinlich theoretisch der Laden wäre. Wo man die Kutsche organisiert. Du musst zuerst zu Martin. Ich muss zuerst zu Martin. Hier die Kutsche, da kannst du nachher noch ein bisschen Kohle verdienen wahrscheinlich. Und hier, das, also jetzt dieses Häuschen, das kommt doch direkt aus dem Western-Spiel. Da haben sie sich gedacht, oh, wir machen ein Sequel, Championship Riding Horse Western Edition and Friends Ponyhof. Und ja, ist die Assets sind schon mal da. Mm. Ich glaube, durch dieses Let's Play kriegt es so viel Zuspruch. So viel Fame und Glory. Ich glaube, da können wir was kickstartern. Ja. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich auch. Es lohnt sich. Ist es ein Business Case? Würde man in der Höhle der Löwen sagen. Absoluter Business Case. Oh. Halt, stopp, Zossi. Oh, und vielleicht kam hier das Boot her. So, und jetzt ab ins Wasser mit dir. Erstmal zu Martins Turnierpuff. Turnierhalle. Das Pferd wird auch langsam dreckig. Aber warum, wenn es im Wasser ist? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Neulich habe ich mich noch beschwert. Das wahrscheinlich jetzt zum Nachteil, wenn das Pferd kein volles Herz hat. Ja. Aber egal, ich werde die Zune trotzdem gewinnen, weil ich Level 5 bin. Ich finde es auch schön, wie hier der Schweif von dem Pferd so langsam sich aus dem Gesäß herauslöst, bis es irgendwann wahrscheinlich komplett rausfliegt. Guck mal, da saß jemand lange so dran an dieser Animation. Ja, ein sehr lebensechtes Pferd mit einer rechtwinklig ausgestellten Vorderläufen. Ich fühle mich fast schlecht für dieses Spiel überhaupt. Wenn auch nur sehr wenig, aber trotzdem Geld ausgegeben zu haben. Das kann ich nicht verstehen. Guck mal, diese schöne Felsformation da links. Das muss doch ein Mysterium sein. Das passiert doch nicht einfach das so. Das alleine gerechtfertigt den Preis, da hast du recht. Also das ist doch eine Alien-Landestation aus alten Zeiten. Oder da drin muss man irgendwie Es fangen. Und Pennywise fangen. Au. Ah, siehst du, Pennywise als Pferd. So, eigentlich müssten wir dann fast schon alle haben. Ach, ich gehe mal auf die falsche Seite. Ist ja auch kompliziert hier. Oh, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Naja. Kommt man da durch? Klar. Ach. Das Pferd wird vorher gut eingebuddert. Und dann geht's durch die Spalte. Ja, das ist ein bisschen Melkfett. Wieso kann ich denn nicht auf diese blöde Karte kommen? So, jetzt ab zu Martin. Du hast ja eine Minimap. Ja, das stimmt. So groß ist die Welt ja nicht. Aber vielleicht ist. Wir wissen es noch nicht. Vielleicht ist sie ja größer als bei Red Dead Redemption 2 oder Just Cause.
oder Martin. Gothic 1. Hallo Luisa, bist du bereit für deinen ersten Wettkampf? Oh ja. Nein. Ah, ich muss ja drücken. Ja, nein. Ich weiß nicht. Ja, nein. Ich bin ziemlich nervös. Ich finde schön, wie wir das schon, vorausgeahnt haben. Es ist schon so lange. Keine Sorge, du wirst es schaffen. Da bin ich mir sicher. Zuerst musst du dein Pferd registrieren. Reite dort in die Markierung und nutze die angezeigte Steuerung für die Interaktion. Wie immer. Aha. Die angezeigte Steuerung. Ihr könnt es mir auch gleich erklären. Oh, da die langsamste Langstreckengans der Welt. Guck mal, jetzt steht sie. Jetzt gleitet sie. Aber sie sind so langsam, dass es so aussieht, als würden sie stillstehen. Aber ich glaube, sie stehen auch still. Geh mal hin, vielleicht kann man sie ernten. Ich musste. Die stehen wirklich in der Luft. Ja. Also, ja. Eine Taube. Wenn wir jetzt hier bei Heartful Boyfriend wären, könnten wir direkt Dating starten. Schreckliches Spiel. Hallo, du schöne Taube. Hallo. Also, das ist jetzt schon nicht so gut. Ja, aber... Eher so semi. Guck mal, du kannst dich am Counter registrieren, aber es gibt kein Ding, was durchgeht. Da geht die Wand einfach komplett durch. Ist einfach nur vorne hingeschoben. Wie bitte? Du kannst gar nicht reinschauen. Die wollen mir $100 abluchsen für dieses Turnier. Ich habe doch nur 500. Ja, können wir 500 mitmachen. So, dieses Pferd ist nun für das gesamte Turnier registriert. Falls du bei meinem Vater weitere Pferde kaufst und mit ihnen an Wettkämpfen teilnehmen willst, so musst du sie auch einmal hier registrieren. Alles klar, das habe ich verstanden. Wie geht es weiter? Reite zu mir in die Markierung, dann erkläre ich dir noch die Turniere. Danach geht es dann in die Turnierhalle. Ach, diese schlechte aufgeklebte Pflanze. Die hatten doch da vorhin in dem Ding, hatten doch den Friseursalon mit Fenstern und allem. Das konnten sie doch anscheinend. Aber nein, für die Turnierhalle... Ein zentrales Spielelement, da haben wir uns gedacht, da geben wir uns keine Mühe. Insgesamt gibt es 9 Wettkämpfe, die in die 3 Klassen Anfänger, Fortgeschritten, Kai Pirinha, ja, die haben wahrscheinlich auch sehr viele Kai Pirinhas. Anfänger des großen Turnieres. Reite in die Markierung vor dem Halleneingang, wenn du das Turnier starten möchtest. Vielleicht. Viel Glück und denke daran, du kannst im Turnier nur vorwärts kommen, wenn du den ersten Vielleicht Platz erreichst. Vielleicht gibt es auch noch so ein Easter Egg, dass du irgendwie einen NPC treffen kannst und der heißt Kai Pirinha. Ha. Ha, 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 ha. Los! Oh, und Ladezeiten. Schön. Gut, dass sie auch mehrere Ladebildschirme im Angebot haben. Ja. Idyllisch. Bei kaum einem Spiel macht es so viel Spaß, den Ladescreen abzuwarten. Aber wo ist das, ist die Frage. Unser Hof ist das nicht. Nee, das ist der... Das ist unser Landhaus. Das kriegen wir später noch. Ah ja. Da hat der Onkel noch einen Bunker. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Wettkampf des Jahres. In diesem Turnier der Turnierleiter, da haben sie sich auch gedacht, der sieht einfach aus wie ein Megafon. Wird Cornelia, die Titelträgerin der letzten 5 Jahre, auch Nein! den 6. Sieg holen? Jetzt bin ich mal gespannt auf das Publikum. Die werden uns bestimmt lieben mit unserer neuen Frisur. Wahrscheinlich stehen da nur Frauenkutmaster. Alle Hindernisse in der richtigen Reihenfolge nehmen. Ist einfach niemand da, aber trotzdem alles durchs Megafon. Hallo Leute! Wahrscheinlich ist der Twist, sie ist gar nicht auf dem Ponyhof, sondern sie ist bewusstlos. Im Koma, im Keller von Franck und Martin und träumt das alles nicht. Was macht die Frau da? Die tätschelt die Luft. Jetzt musst du alles zeigen jetzt am Knüppel. Alles zeigen. Zum Glück ist es genauso wie dein Trainingskurs. Ich bin aufgeregt. Jetzt keine Nerven zeigen. Kann ihr bestimmt nicht wiederholen. Oh, Scheiße. Man kann die bestimmt wiederholen. Wobei es auch cool wäre, wenn dann immer Cornelia kommt und dich auslacht und dann musst du wieder ein halbes Jahr warten, bis das Turnier wieder startet. In Echtzeit. In Echtzeit, ja. Dann hätten wir jetzt noch ein bisschen Zeit zum Trainieren. Versuche es sofort. Erneut. Toll. Ja. Man muss einfach gewinnen, oder was? Ja, ich muss gewinnen. Guck mal, auch schön 80s-Vibe hier. Kannst auch nicht nochmal raus zum Trainieren. Nee. Möglicherweise haben wir ein Level 5 Pferd. Ne, leider geht sie nicht so gut. Ich verstehe auch nicht, was das bringt, wenn man höhere Level hat. Dass diese Herzanzeige nicht so schnell runtergeht, ne? Ich habe keine Ahnung. Die Ausdaueranzeige nicht so schnell runtergeht. Und dass man wahrscheinlich länger
galoppieren kann. Ja. So. Yeah. Perfect Run. Wuhu. Erster. Oh, wie wird Cornelia jetzt wohl reagieren? Oh, und wieder eine Trophäe. Anfänger. Was ihr nicht gesehen habt, wir haben natürlich schon eine Trophäe bekommen, als wir trainiert haben. Ich bin Neunte. Hä, hey, da stand Erster. Ja, wie kann das denn sein? Wie frustrierend. Das spricht aber, finde ich, für meine Theorie, dass sie in einem Koma ist. Sie denkt, sie ist Erste und dann wacht sie auf als Neunte. Ihr Unterbewusstsein jetzt macht aber dann Neunte draus. Das ist, weil sie sich in so einem Loop befindet. Sie kommt da nicht raus. Sie muss immer wieder an dem Turnier teilnehmen, immer wieder gegen Cornelia antreten, obwohl Cornelia in Wirklichkeit ihre beste Freundin ist und ihr eigentlich helfen müsste, um aus diesem Folterkeller oder die abgespaltene Persönlichkeit, ja. die ihr eigentlich helfen müsste, um aus diesem Folterkeller von Franck und Martin rauszukommen. Super, das war klasse. Wenn du so weitermachst, was war das für eine kurze Nacht? Das sind auch so Glitches in der Matrix. Jetzt übertreibe mal nicht. Das war jetzt der erste Wettkampf. Vor uns liegen noch 8 weitere. Ja, du hast ja recht. Du kannst übrigens immer nach einem Wettkampfsieg im Turnier diesen Wettkampf erneut als Einzelwettkampf absolvieren. Zu viel Wettkampf. Wenn du dort in die Markierung reitest, werden die für das Level des jeweiligen Pferdes möglichen Einzelwettkämpfe angezeigt und können ausgewählt werden. Wenn du Einzelwettkämpfe gewinnst, verdienst du etwas Geld. Aber guck mal, habt ihr gesehen? Die ja, Tauben. Das ist gut zu wissen. Der Rudel Tauben. Der gute Tauben, eben tatsächlich alle auf dem Boden. Ich glaube, sie haben gemerkt, es sieht blöd aus, wenn man so in der Luft ist, aber sich nicht wirklich nach vorne bewegt. Super. Ich warte im Dorf auf dich. Bis dann. Krass wäre, wenn jetzt die Story so einen Turn nehmen würde. Achtung. Lisa, dir ist bewusst, dass Zuschauer auf die Tribüne und nicht auf den Turnierplatz gehören, oder? Ach, was für eine nette Person. Hallo Cornelia. Wie du siehst, bin ich Teilnehmer und kein Zuschauer. Ist das dein Tauben werden auch schon ganz wuschig. Ich dachte, du hättest dich vorhin nur verlaufen. Sehr witzig. Ich muss Nein, starten. Ich nehme brauche Auftrieb. Auftrieb. Dass ich nicht lache. Der Verein ist weiter weg vom Sieg als die Erde von der Sonne. Sei dir nicht zu sicher. Den ersten Wettkampf Sie hat auch so schöne Analogien, diese Cornelia. Reines Glück. Die Klasse heißt nicht ohne Grund Anfänger. Denn mehr bist du auch du nicht. Du bist eine Basic Bitch. Also höre lieber gleich auf. Niemals. Ich werde das schon schaffen. Ja. Ja, natürlich. Bis später, Luisa. Bis dann. Sie hat nicht ganz unrecht. Es wird nicht leichter werden. Ich muss unbedingt mehr trainieren. Ich sag doch, der Loop. Morgen sollte ich mich mit Martin treffen, damit er mir Rosshain. Aber jetzt Rosshain. Muss ich erst mal wieder nach Gar nichts musst du. Du hast alle Aufgaben dieses Kapitels erledigt. Du kannst in deinem Zimmer den Tag beenden, Kutschfahrten absolvieren, Dinge einkaufen oder einfach das Reiterland erkunden. Ja, anscheinend geht nichts davon. Verdammte Axt. Ich habe noch eine andere Theorie. Ja. Ich habe die Theorie, dass Martin so ein Loverboy ist. Der sagt so, ich habe mega viel Schulden und ich muss den Reiter auf zurückkaufen. Mhm. Jetzt musst du für mich Turniere reiten. Prostitution ist auch eine Option. Das ist dann Teil 2. Ja. Der Champion Puffhof. Ja. Ferien in der Lustgrotte. Ich bereue es jetzt schon, diesen Wettkampf nochmal zu machen. Der Ladebildschirm dauert ewig und ich muss mir eher eure Fantasien anhören. Ferien im Lustschloss der Ponyhexen. Ja. Ja. Wirklich. So, auf geht's, Tossi. Hüpf. Aber du hast da vorhin gar keine Erfahrung für bekommen. Du bekommst nicht nur Erfahrung. Ja, aber ich bekomme Kohle dafür. Ah. Ach, scheiße. Jetzt feuert mich doch mal an. Immerhin müsst ihr nichts machen. Kannst du nicht driften? Ja, sehr schön genommen. Genau, kommentiert es doch mal ein bisschen. Spiel doch mal den... Schade, leider nicht. Erster. Wie bitte? Aber doch nur Neunter. Und dafür muss ich mir jetzt wieder diesen Ladeballschirm geben? Den Ballschirm. Aber der Ballschirm ist bald vorbei. Ich glaub das jetzt nicht. Hilfe. Nein, ich wollte doch nur ein bisschen Geld verdienen, damit wir uns vielleicht noch ein zweites Zossi holen können. Oder einen geilen Helm. Oder einen geilen Helm. Hilfe, ich bin gefangen in einem Ladebildschirm. Bin ich jetzt wieder draußen? Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach. Die Frisur auf jeden Fall. Die Frisur war zuerst da und danach kamst du.
Soll ich es nochmal versuchen? Guck mal, die... Nein, ne? Jetzt fanden sie es wieder blöd, die Tauben. Kannst du die aufschrecken? Kannst versuchen. Nee, machst du einfach tot. Mutti, was gibt es denn heute Abend zu essen? Oh, mein Sohn, heute mache ich dir Taube. Und morgen gibt es Fuchs. Und dann schaue ich mal, was mir noch so vors Pferd rennt. Aber Mutti, ich hab so Lust auf Armadillo. Gürteltier ist leider gerade aus, mein Kind. Ja, so ist das. Dann reiten wir doch. Oh, guck mal, da war der Holz, da war Frank unterwegs und hat geholzfällert. Das ist eine heimliche Lusthütte im Wald. Da kannst du auch üben, über die Holzbalken zu springen. Machst du so Rocky-Training eher. Ja. Du hast ja, geil, guck mal. Da, ein goldenes Pferd. Hier ein Lagerfeuer kannst du hier vielleicht machen. Vielleicht kannst du hier nachher deine ganzen kleinen goldenen Pferde einschmelzen zum großen goldenen Pferd, das du dann sogar reiten kannst. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich ja nicht. Egal, ich bin dafür, dass... Geschichte an. Wow! Ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir ein paar Sidequests erledigen. Die gibt es bestimmt auch in diesem Spiel. Ja, bisher noch nicht. Wir müssen, glaube ich, erstmal jetzt nach Hause, wieder schlafen. Und dann können wir zu Martin in die Stadt, hoffe ich mal. Aber wir wissen gar nicht, wohin. Die Markierung ist weg. Wir sind völlig aufgeschmissen. Ja, morgen wird sie wieder da sein. Und dann steht wieder penetrant unten. Reite zu Martin in die Stadt! Zur Turnier. Oh, ein Ausguck. Kann man da hoch? Anhalten zur Turnier. Ein paar Wildschweine beobachten. Oder den Stirnlappenbasilisk. Oh ja. Du kannst dich hochglitschen. Ja, man kann hoch. Du kannst dich hochglitschen. Ich habe noch nie eine schönere Leiter-Kletter-Animation gesehen. Das muss doch gehen. Vielleicht kannst du dich mit dem Pferd hochglitschen. Oder du springst einfach drüber mit dem Pferd über den Stein. Das ist natürlich großartig. Das geht nicht. Jetzt hänge ich fest. Oh, hast du das gesehen? Das war cool. Das Pferd baut sich schneller auf als die Hintergründe. Danke. Spring. Oh. Und. Spring. Ob man das später mal noch nutzen kann? Ob das Speedrunner benutzen? Den. Wahrscheinlich. Den Felsenglitch. Felsenjump. Felsenboost. Ist doch immer Boost bei. Damage Boost. Was ist das hier? Eine zerfallene Hütte. Vielleicht erfahren wir hier mehr über die Hintergründe von Frank. Oh, das war mal das El Mariachi. Die beste Bar des Tals. Hört ihr den Sound? Geister. Geister! Weißbrot. Geister! Weißbrot. Nee, das war mal eine Schmiede. Guck mal, da ist noch der Amboss. Abgebrannt war. Aber vielleicht kannst du es nachher freischalten. Vielleicht triffst du nachher so einen Schmied und dann gewinnst du für den ein Turnier und deswegen kann er dann seine Schmiede wieder aufbauen. Warum auch immer. Er hat auf jeden Fall noch seine letzte Schmiedearbeit hat er hinterlassen. Ich glaube aber... Dieses Pferd. Ja, es ist gruselig. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle... ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Was hat es mit der Gruselschmiede auf sich? Eine von weiteren ungeklärten Fragen. Warum ist Ponyheim leergefegt? Warum ist Luisa in einen Farbtopf gefallen? Und was hat Frank damit zu tun? Das alles und vieles mehr garantiert in der nächsten Folge... Von Riding Challenge Accepted. Mit genau. Luisa. Und Luisa. Und den Tomberries und Foes. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.